Ahoi Cradujano und herzlich willkommen zu unserer neuesten Schiffsvorstellung. Die Ruggiero di Lauria, irgendwie so in dem Dreh spricht man sie bestimmt aus. Ein T10-Schlachtschiff der Italiener, wurde auf dem offiziellen Devblog von Wargaming gepostet. Sprich, dieses Schiff könnte durchaus innerhalb der nächsten Monate, Jahre etc. ins Spiel finden. Wir gucken uns das Schiff jetzt mal ein bisschen genauer an, denn sie haben ein paar Informationen dazu gedroppt. Sie haben sogar die Gründe für die Schiffsbenennung, ein bisschen Geschichtliches hier mit reingepackt. Und die Schiffsparameter, sprich die ganzen Eckdaten, haben wir auch schon. Und das bedeutet, wir können hier schon bei der Ruggiero di Lauria schon mal sehr ins Detail gehen. Die Italiener selber sind ja bekannt für ihr SAP. T10 angesiedelt haben die bisher die Colombo bei den Schlachtschiffen. Und die ist ja sehr ungenau. Hat sehr viele Geschütze und an sich irgendwie ganz cool. Mir persönlich macht es Spaß. Highlight bei dem Schiff natürlich SAP, ne? Eine italienische Schrotflinte. Nun haben wir hier aber was ganz anderes. Bei der Ruggiero di Lauria haben wir tatsächlich 4x2 457 mm. Klingt ein bisschen merkwürdig, passt so gar nicht rein. Derzeit bei den Italienern fühlt man sich eher erinnert so an Preußen der Deutschen. Und in diese Richtung hier geht es auch. Wir gucken uns mal im Detail an. So, 1921 stellte der Ingenieur Ferdinando Cassano die Idee eines Schlachtkreuzers mit 8 457 mm Kanonen und einer Geschwindigkeit von 35 bis 40 Knoten vor. Und diese Idee, die er damals hatte, die hat Wargaming jetzt aufgegriffen und dadurch, oder besser das Ganze dann halt ein bisschen umgebaut. So, einzigartiger Antitorpedoschutz, Detonationen wurden in Explosionskammern über Bord geleitet, von wo aus die Gase durch spezielle Kanäle abgeleitet wurden. Klingt cool, aber davon wird er wahrscheinlich nicht ins Spiel finden. Was wir im Spiel auf jeden Fall bekommen, sind die 8 457 mm Geschütze in 4 Türmen. Verschießen starke SAP-Granaten sowie AP-Granaten mit Standardeigenschaften, haben zudem eine kurze Schussreichweite. Klingt nicht gut. Highlight hier aber, wie gesagt, ist SAP. Wir wollen hier mit SAP ballern, da wird die Ruggiero di Lauria bestimmt auch Spaß machen, ähnlich wie die Colombo halt auch. Wenn die Genauigkeit stimmt. Haben wir keine gute Genauigkeit, bringen euch die geilsten Großkaliber ganz hier überhaupt nichts. Hohe Geschwindigkeit, gute Panzerung, geringe Erkennbarkeitsreichweite, lauter positive Sachen. Nachteile, hohe Zitadelle, sprich wenn eine Breitseite zeigt, ist es einfach die Zitadellen zu drücken. Wenig HP und Manövrierfähigkeit ist leider auch eher bescheiden. Verbesserte Reparaturmannschaft, 33% der Zitadelle kann dann repariert werden, was sehr geil ist. Und wir haben Jäger oder Aufklärungsflieger dabei. Okay, das mal grob zusammengefasst. Jetzt müssen wir bei dem Schiff hier, was optisch übrigens ein Hingucker ist, bisschen anders angemalt, könnte man auch denken, hier kommt ein deutsches Schiff tatsächlich daher. Und hier ist noch so viel Platz vorne, die hätten locker noch ein paar Zusatzgeschütze irgendwie bestimmt Platz gefunden. Wir haben gerade mal 79.200 Leben. Da sage ich jetzt, uff, weil das ist wirklich sehr wenig. Mit T10 fährst du fast durchgängig auch gegen T11. Sprich, du musst gegen Schiffe auch ran, die einfach mal so 50.000 mehr Leben haben als du. Und das ist dann doch schon anstrengend. So, im Hinterkopf behalten, wir haben hier 4x2. Thema 2 setzt eigentlich voraus, dass die Genauigkeit recht gut ist. Und dazu kommen wir gleich. Spoiler, sie ist recht gut. Damit lässt sich arbeiten. Das ist ähnlich wie bei Roma und bei der Littorio, die ja eigentlich auch nur gute Guns haben und eine gute Agilität. Tarnwert ist auch noch okay. Und das war es im Großen und Ganzen. Aber die Hauptbatterie funktioniert. Und ich gehe stark davon aus, bei der Ruggiero di Lauria werden sie einen ähnlichen Weg gehen, dass wir hier tatsächlich ein funktionierendes Schlachtschiff erhalten, wo du mit der Hauptbatterie gut arbeiten kannst und alles andere halt nebensächlich ist. Flak nebensächlich, Sekundäre nebensächlich, keine Torpedos, rein, nur die Hauptbatterie muss funktionieren und ich glaube, balance-technisch einfacher kann es für Wargaming eigentlich gar nicht sein. So, gucken wir mal im Detail an. Also 80.000 Leben, recht wenig. Torpedoschutz 39% ist okay. Wir wissen alle, wenn die Tops kommen, dann kommen sie. 4x2, 19,2 Kilometer Reichweite so schon. Reichweitenflieger kannst du mitnehmen, Modul kannst du noch einbauen. Kommen wir auf einen recht hohen Wert, wenn du es brauchst. AP-Damage 14,9. Nett, aber viel interessanter. SAP-Damage 16.600. Der SAP-Schaden bei einer theoretischen Zitadelle ist höher als bei AP. Puh, das ist cool. Wir haben eine Durchschlagskraft der SAP-Granaten von 114 mm. Leider aber nur eine Geschwindigkeit von 757 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Granaten sind sehr lange in der Luft. Alle Ziele über, weiß ich, 17, 18 Kilometer. Da musst du denn schon deine über 10 Sekunden irgendwie einberechnen, vorhalten, wenn nicht sogar noch mehr, um die Gegner noch irgendwie zu treffen. Anstrengend. Kämpfen wir aber von den Japanern, kämpfen von den Amerikanern. Sprich, sollte es hier auch nicht der große Unterschied sein. Ich glaube, wer mit der Georgia umgehen kann. Gut, Georgia ist jetzt ein blödes Beispiel. Ohio wäre noch ein Beispiel.
Vermont, Minnesota, wer da mit den lahmarschigen Granaten klarkommt, wer mit der Yamato klarkommt, der wird hier auch irgendwie dann klarkommen. Nachladezeit 30 Sekunden. Können wir natürlich noch reduzieren. Bietet sich ja auch an, warum sollten wir die Reichweite noch erhöhen? 19,2 mit Flieger ist okay. Die 30 Sekunden setzen wir dann nochmal runter. Jetzt kommt's. Sigma-Wert 1,8. Da sage ich so, 1,8, das geht besser. Aber maximale Streuung 210 Meter bei 19,2 Kilometer. Maximale Streuung heißt ja, denn auf 19,2 Kilometer ist diese Streuung 210 Meter. Alles, was drunter ist, geht halt auch runter. Ist ein extrem geiler Wert. Und die Streuung plus Sigma ergibt diese Ellipse ungefähr, wo eure Granaten eintreffen, rings um die Schiffe. Und umso kleiner die beiden, nee, Blödsinn, umso kleiner die Streuung, umso höher der Sigma-Wert, umso piep genauer wird es um die feindlichen Schiffe herum und so kannst du sie dann besser treffen. Das heißt, die beiden Werte sind hier wirklich sehr gut und das ist das, was ich mir schon dachte. Wir bekommen hier vielleicht nicht den besten Sniper, aber wir bekommen hier ein Schiff, was auf jeden Fall nicht ran muss auf 13, 14 Kilometer wie die Deutschen, um überhaupt mal vernünftig zu funktionieren. Hier kannst du auch von weiter hinten denn mal agieren und das braucht das Ding auch, weil mit 80.000 Leben erschreckst du niemanden ohne Torpedos, ohne Sekundäre. So, Luftangriff, Reichweite 11 Kilometer gegen U-Boote, zwei Anflüge, total interessant. Sekundärbewaffnung 8x235 bei 7,3 Kilometer. Grundwert ist okay, ausbauen lohnt sich aber nicht, weil 8x2, wenn da noch ein paar Geschütze kaputt gehen, es rentiert sich gar nicht. Interessant hierbei ist aber, SAP-Granaten werden verschossen. Maximal Damage 3000. Eine schöne Geschwindigkeit. Nachladezeit der Geschütze müssen wir hier nochmal sehen. Wenn wir an Napoli denken, die mit der Sekundären ja auch völlig steil geht und wirklich gut, wirklich drückt, könnte ja auch lustig werden, aber ich finde 8x235 einfach zu wenig. Weil wenn da noch ein paar kaputt gehen von, was habt ihr denn noch großartig? Und wenn wir uns mal das Schiff selber angucken, ist recht lang gezogen, hier vorne hast du überhaupt nichts. Und hier an der Seite, da sind die Sekundärgeschütze. Dennoch eine hohe liegende Zitadelle. Das heißt, du musst den Breitseite zeigen, damit die Sekundäre arbeitet. Wisst ihr, wie lang das hier vorne ist? Wie weit ihr da rum ist, damit die Sekundäre anfängt zu schießen? Also vom jetzigen Stand her würde ich sagen, lohnt sich's nicht. Flugabwehr. Wenn wir mal hier schauen, 75% Trefferwahrscheinlichkeit. 4 Explosionen. Und der Baller gerade mal los auf 4,6 Kilometer. Sie hat Flak, sagen wir mal so. Ist aber nicht besonders geil, leider. Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, damit lässt sich arbeiten. Wendigkeitsradius 1 Kilometer, Ruderstellzeit 17 Sekunden, Erkennbarkeit 15,2. Wendigkeitsradius, Ruderstellzeit, nicht ganz so geil. Erkennbarkeit 15,2 ist aber ein guter Grundwert. Wir können es ja durch den Skill, Tarnungsskill und durch das Modul noch runtersetzen. Das heißt, wir kommen hier auf einen angenehmen knappe 13 Kilometer Wert, wenn nicht sogar ein bisschen drunter. Und das, damit lässt sich arbeiten. So. Schadensbegrenzungsgruppe dabei, sprich Löschen etc., Reparaturgruppe, dass wir heilen können, das ist hier bloß die Google-Übersetzung, nicht wundern, und Jagd- und Aufklärungsflieger. Bei mir, ich nehme mal Aufklärungsflieger mit, um einfach einen besseren Schusswinkel in manchen Situationen zu haben und das war's. Wir haben hier eigentlich rein nur die Hauptbatterie, die funktionieren muss. Und wenn Wargaming das hier vernünftig hinbekommt, könnte es sein, dass wir hier ein wirklich gut funktionierendes Schiffchen bekommen auf T10, wo wir unseren Spaß mit haben können. Ähnlich wie mit der Roma auf T8. Die Roma hat kein Mensch auf dem Schirm, ist aber trotzdem eins der besten T8-Premium-Schiffe, die es so gibt. Das hier ist natürlich T10-Spezialschiff, müssen wir eh gucken, wie es die denn gibt. Eventuell wird es ein Werftschiff, würde Richtung Werftschiff auf jeden Fall passen. So in diese Richtung, ja, ist nicht zu gut, nicht zu schlecht und ja, hier eine Werft. Kann man sich fast kostenlos erspielen. Ist jetzt kein Overkill, aber ist trotzdem nice to have, ne? So wie bisher die Werftschiffe eigentlich so alle waren. Mal gucken. 457 Millimeter, so rum. Ist natürlich nett, damit lässt sich ordentlich arbeiten. Hier Georgia und Co., die haben das ja alle. Und damit kannst du bei den Gegnern schon ordentliche Löcher reinballern. Die 460 Millimeter leider nicht, womit du frontal dann halt auch Zitas und Co. machen kannst. Aber wenn die Genauigkeit hier passt, sollte es eigentlich kein Problem sein, mit dem Schiffchen denn ordentliche Kellen auf die Gegner zu ballern. Mal gucken. Komplett anders als der Spielstil Colombo. Das ist ja, wie gesagt, eine italienische Schrotflinte. Da ist ja der Nebel auch noch dabei, der hier leider fehlt. Finde ich schade, dass sie den weggelassen haben. Vielleicht kommt er ja noch. Der Work in Progress, ne, steht hier auch immer noch dabei. Aber ich muss wirklich sagen, optischen Hingucker und hat Potenzial, ein richtig geiles Schlachtschiff zu werden. Wenn die Genauigkeit nachher passt. Wenn du wirklich auf 17, 18 Kilometer noch gut treffen kannst und wirklich konstant auch Schaden bei rumkommt, ist okay. Dann nehme ich das. Überhaupt kein Problem. Das mit dem wenig Leben und so, das ist alles Spielsache. Da kannst du oder musst du halt wissen. Du kannst nicht wegtanken, du kannst nicht voll rein. Du musst halt ran an der Front, gleich rum, Arsch zeigen, Keizstellung und alles, was aufgeht, dann bam, wegballern mit den 457ern.
Mal gucken, mal gucken. Vom jetzigen Stand her, was die Werte angeht, overall gesehen auf allen Schiffen, die wir so haben, ist sie natürlich bei den Top 5, Top 10 ist sie nicht dabei. Aber gut im Mittelfeld hier trotzdem noch platziert. Und ich muss sagen, könnte rein von den Werten her gerade so schon kommen. Und ich bin mal gespannt, was Wargaming da noch draus macht. Ruggiero di Lauria, irgendwie so spricht man es aus. Eure Meinung zu dem Schiffchen gerne in die Kommentare. Alles, was die Stadt angeht, das Geschichtliche zu dem Namen etc., findet ihr jetzt unten in der Kommentarsektion. Unter dem Video ist ja genau die Beschreibung, das könnt ihr euch auch mal angucken. Da sind viele, viele geile Links dabei für Discord-Server, Facebook und etc. Und noch darunter findet ihr die Kommentarsektion, wo alle immer schreiben, ey, gerade geiles Video. Und dort ist ganz oben angepinnt mein Kommentar und dort könnt ihr euch das alles in Ruhe und auf Deutsch dann mal durchlesen. Aber Achtung, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen fehlerhaft, daher bitte, bitte bei manchen Sachen nicht zu genau hingucken. Nutze immer hier rechts liegt den Google-Übersetzer über den Chrome-Browser und da können manche gerade Eigennamen, der mal merkwürdig übersetzt werden, ja, bevor sich wieder einer aufregen möchte. Werdet nicht vergessen, fleißig kommentieren, das Video dürft ihr natürlich auch gerne teilen. Haut rein!